unser Urlaub hier im Gardasee, unser letzter, bevor unser Nachwuchs kommt. Alicia und ich zeigen euch jetzt so ein bisschen nachher mal unser Zimmer und zeigen so ein bisschen das Hotel, wo wir uns so rumstromen die ganze Zeit. Jetzt geht. So, ein kleiner Einblick. So, hier ist erstmal unsere Ankleide-Area. Geht automatisch hier alles, voll geil. Das seht schon, alles Alicia. Ich habe genau zwei Teile dabei. So, hier geht es dann weiter. Achtung, jetzt kommt es wieder. Automatisches Licht. So, Scheißhaus. Mit keine Ahnung, BD. Ich habe mir draus gefunden, was man damit macht, die Füßwäsche oder was, ne? Was macht mein BD? Könnt ihr mal unter die Kommentare schreiben. Ich wollte fast reinpinkeln, aber da hat Janik gesagt, das geht da nicht. Ja. Weil es hier ja im Hotel nichts zu fressen gibt, jetzt mal ohne Scheiß, es gibt hier nichts. Ja? Außer hier so Joghurt und sowas. Wir machen hier voll auf Selbstverpflegung. So Reiswaffeln. Das da. Davon Nährstoffe meistens, damit ich nicht vor Hunger verrecke. So Fertigfraß. Suppen. Und Pickup. Und Reiswaffeln. Das war's. Was? Achso, und Zigaretten. Ne, was ist da noch? Nur was von Allstars? Ne. Allstars-Riegel habe ich alle schon aufgegessen. Also, das war das Leckerste. Die habe ich schon als allererstes gleich weg. So, wie sieht's dann raus? Bitte so mit der Highlight hier an dem ganzen Hotelurlaub. Bums. Also wirklich super geile Aussicht auf den Wörthersee. Ach Quatsch, Gardasee. So, jetzt sind wir hier beim Mittagessen. Das erste und das einzige, wo wir gebucht haben. Wir sind hier, wie gesagt, 5-Sterne-Plus-Restaurant oder Hotel. Ich muss ganz ehrlich wieder sagen, je mehr Schickimicki du ein Hotel buchst, je beschissener ist das Fressen hier. Ich bin ja im Wundern, ja. Ich bin jetzt seit 4 Tagen sind wir hier. Ich glaube, ich habe schon 3 Kilo abgenommen. Ich trainiere zwar jeden Tag, das ist ganz okay. Aber das Essen ist hier. Du kriegst hier wirklich gar nichts. Kürbiscremesuppe mit tiefgefrorenem Brokkoli. Der Deutsche, der Fette, der ist eh fett genug. Der kriegt nur die Halbportion. Jetzt sieht er mal Alicias Portion. Ist mir schon aufgefallen, egal wo wir hingehen, essen, Alicia hat immer doppelt so viel wie ich. Das ist brutal. Ja, die Bodybuilder gehen hier voll Nahstrecke, das sind zu erwarten. So, jetzt sind wir mal am Hauptgang, die Vorspeise habt ihr schon gesehen, die Köstlichkeit. Ich hab's euch gesagt, Alicia kriegt immer das Dreifache von mir oder das Doppelte. Das ist mein Rinderfilet mit Mischung zwischen Bratkartoffeln und Pommes, aber das ist okay. Jetzt kommt hier Frau Kraftschick. Essen, komm mal rein. Jetzt kommen alle. Falsch gelaufen. Frühstück. Da ich im Urlaub kaum trainieren kann oder wirklich weniger, ich habe jetzt nur 3-mal trainiert, zeige ich euch morgen nochmal, wie das Studio aussieht. Versuche ich halt wirklich Low Carb zu essen, das heißt Nüsse und Eiweiß und dann kannst du fett zu werden. Versuche es zumindest, was halt schwer ist im Urlaub. Aber machen wir Omelette und zeige ich euch, wie ich mal alles frühstücken. Auch meine Frau muss die alles frühstücken.
kann so 10 Eier sein, denke ich. Guckt schon mal was. Na, ein bisschen mehr beim Ganzen. So Rückenschmerzen von dem scheiß Bett. Ich kann mal bewegen. Wenn ich jetzt so meine Schuhe ansehen will. Ich habe schon noch so eine Runde, weil die Matratze so weich ist. Weil ich so schwer bin, gehe ich so durch die ganze Nacht. Also jetzt mein Rückenstrecker ist der mal so im Arsch. Ich kann kaum pissen. Ja. Das ist alles so freundlich gemacht, wenn man aufmacht. Sonst ist voll der Arsch aus. Frühstück aus. Jetzt seit Sonntag, seit Montag sind wir hier. Nachher fahren wir nach Venedig, dann zeigen wir euch mal die immer lebende Stadt oder die nicht lebende Stadt. Das heißt, ich bin wirklich gespannt, ob es hier so nach Pisse steckt oder nicht. Und dann zeige ich euch mal, was Alicia macht, wenn die aufgeladen hat. Hallo Alicia, was gibt's denn bei dir zu essen? Ach lecker, du Ei. Ketchup aber. Warum denn mit Ketchup, liebe Alicia? Das ist aber sehr ungesund, da ist sehr viel Zucker drin. Wirklich? Ja. Oder ist es Ketchup von All Stars? Nee, vom Heinz. Von Heinz? Mhm. Ja. Und dazu 2 Kilo Brot. Mhm. Brüchte weiße Brot. Weiße Brot ist gesund, weil? Ja, weil. Du keine Ahnung hast warum. Nee. Du bist ungesund. Und dir das auch scheißegal ist, ne? Mira Sofia, che è un grande successo internazionale di queste ultime FDS, auguri a tutti, soprattutto 283838. Prima o poi. Mazione, Y2 con finanziamento e rottamazione da 9.000 euro oltre oneri finanziari. Tanti. Un'assicurazione abbiamo il suo in X. Jetzt sind wir in Venedig, am San Marco. Irgendwie alles komisch hier. Alles so alt und kaputt. Ich habe mir Venedig immer so geil vorgestellt, aber... Ja. Ich will schon am Studio lieber. Ich glaube, hier gibt es ja nichts zu fressen, ne? Hier gibt es nichts. Jetzt haben wir hier für die Schifffahrt hierher schon 40 Euro bezahlt. Nichts gefressen, nichts gesoffen. Hier ist alles komisch. Schau mal, was zu essen finden. Das Schlimme ist an so Uhren, wenn keine Preise an den Uhren stehen, ne? Gehst du ein bisschen schnell weg. Also gerade beim Rolex, das geht ja noch, da haben sie 10.000 Stange. Weil schon da stehen keine Preise mehr dran, weil das ist der Platz lang sonst nicht. Das ist alles drecksteuer. Schon arme Schweine. Wenn du so Ramsch siehst, da sind Preise dran, so wie die scheiß Manschettenknöpfe hier für 600 Stöcke. Aber das ist so Ramsch, was ist, das muss raus. Ich bin aber nur Bodybuilder und der Präsident von den USA. Ich kann da sowas nicht leisten. Jetzt haben wir es gefunden in Venedig, das einzige bezahlbare für 18 Euro Spaghetti mit Fleischbällchen. Die waren in 2 Minuten fertig. So schnell was gegangen.
nachdem wir noch mal eine Stunde mit dem Wassertaxi gefahren sind. Also wir alle, die mal vorhaben, nach Venedig zu fahren. Total überteuert alles. Alles sehr ungepflegt, alt, kaputt, dreckig. Nichts zu essen. Spaghetti aufgewärmt, halb roh. Teller 20 Euro mit Bolognese. Danke fürs Gespräch. Ich bin jetzt froh, wenn ich wieder irgendwo in eine normale Stadt fahre. Zu uns heim. Und ich hau mir erstmal der Ranse voll jetzt mit einem schönen Filetsteak oder so. Ich sterbe vor Hunger, mir um die Füße wehen. Ich find's total abartig. Und zum Schluss nochmal schön hier 30 Euro fürs Packhaus abgelatzt. Für Stunden. Für 5 Stunden. Na gut. Okay, also, Männer, Frauen, ab nach Venedig. Hallo? Guten Tag. Also hier ist mein Trainingstudio. Ganz cool die Rede von Technochem, ist zwar alle zu leicht. Das Gewicht langt nie, aber ich glaube, so mit Steckgewicht die Maschine sind. Was ist das? Macht Muskeln. Glaubst du? Muskeln, Rollstars gesagt. Hat der Herr Rollstars zu mir gesagt, macht Muskeln. Ja. Und du glaubst es? Ich glaub das, was der Herr Rollstars sagt. Lecker, der neue Isoway Pur Drink. Ready to Drink von Rollstars. Der macht Muskeln. Und noch ein bisschen Nantrolon rein, dann läuft's. Markus Röhl